Viele Klarinettisten neigen beim Spielen dazu zu beißen. Und das hat viele Probleme zur Folge. Zum einen einmal gibt es viele, die dadurch Schmerzen an der Unterlippe bekommen. Zum Beispiel haben die dann das Gefühl, dass die Zähne sich in die Lippen bohren, dass sie Löcher in die Lippe bekommen, dass es wund wird in der Unterlippe. Auch ich hatte früher solche Probleme, dass ich sogar Prothesencreme immer drauf geschmiert habe und immer was über die Zähne gemacht habe, um das zu vermeiden, dass meine Lippe halt eben nicht mehr wehtut. Aber auch andere Probleme resultieren aus dem Beißen heraus. Und zwar zum Beispiel die Tonansprache verschlechtert sich, der Klang verschlechtert sich, es resultieren Intonationsprobleme daraus, es wird anstrengend zu spielen und auch sowas wie Dynamik oder Gestaltung in der Musik ist echt schwierig umzusetzen. Und in der Folge vom Beißen können noch viele weitere andere Probleme auftreten, wie zum Beispiel Staccato, Probleme mit der Tonansprache, Probleme mit, dass die hohen Töne leicht kommen und, und. Also es resultieren aus einer kleinen Sache oft auch viele weitere Folgeprobleme, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht damit in Verbindung bringt. Warum kommt es denn jetzt eigentlich zum Beißen? Also im ersten Punkt ist es so, dass mit Hilfe von Beißen eine mangelnde Luftführung und mangelnde Stütze ausgeglichen wird oder kompensiert wird. Wenn du die Luft nicht gut führst, wenn sie nicht die richtige Geschwindigkeit hat oder, dann ist es oft so, dass zum Beispiel der Ton rauscht, wenn du nichts mit dem Ansatz machst, dass der Ton vielleicht nicht gut rauskommt und. Und dass du dann dazu neigst, mit dem Kiefer zuzudrücken, um das Blatt an das Mundstück zu drücken, um so dann die Spannung, also die Luftspannung zu erhöhen und auch die Luftgeschwindigkeit. Und das hat natürlich die Auswirkung, dass du dann halt eben quasi dann einen, zwar in dem Moment rauschfreien Ton hast, aber du dann Probleme bekommst, dass die Töne vielleicht nicht ganz so gut ansprechen, dass in der Höhe, dass das anstrengend ist oder dass du halt eben Schmerzen bekommst. So, das ist ein Punkt. Also wenn du zum Beißen neigst, ist der erste Schritt wirklich zu gucken, was macht meine Luft? Stütze ich richtig? Atme ich richtig? Denn das ist die Voraussetzung, damit du richtig stützen kannst. Und führe ich die Luft, kenne ich mich aus mit den Luftparametern. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben, damit du weißt, was die einzelnen Stellschrauben in Bezug auf die Luft sind. Das ist das Erste, was du dir anschauen musst, wenn du beißt. Dann ist der zweite Schritt natürlich auch abzuchecken, was macht mein Ansatz, was macht mein Kiefer. Eine Idee, die ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte, ist, dass du einfach mal auscheckst, was ist die perfekte Kieferposition? Und die findest du, indem du zum Beispiel dein Mundstück in den Mund nimmst und der Abstand, den dein Kiefer dann hat, also die Öffnung, die dein Kiefer dann hat aufgrund dessen, wie groß dein Mundstück ist, das ist dann die optimale Kieferposition. Ja, ich muss jetzt nicht noch näher dran, denn viele lernen ja auch, dass sie quasi das Blatt randrücken müssen, um einen Ton rauszubekommen. Aber das stimmt nicht. Die Arbeit des Ansatzes lediglich, dass du die Luft kanalisierst, damit sie im Mundstück oder in der Klarinette landet und eben nicht zur Seite rauskommt. Und dass der Ansatz halt eben nicht stört. Dass das Blättchen nicht am Schwingen stört. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wenn du weißt, wie ist die Position deines Mundes in Bezug auf das Mundstück, dann kannst du gucken, okay, wie ist der Abstand meines Kiefers? Und mit diesem Abstand produzierst du jetzt den Ansatz. Und bemerke dabei, dass du die Lippenmuskulatur unabhängig von deiner Kiefermuskulatur benutzen kannst. Ich kann total entspannt sein hier und ich kann aber einen Kussmund machen.
ohne dass ich jetzt hier irgendwas noch verkrampfe oder. Und das ist quasi der dritte Schritt, dass du, nachdem du die Kieferposition bestimmt hast, einfach den Ansatz formst. Und wenn es dann bei dir so sein sollte, dass sobald du das hier optimiert hast und quasi für dich wahrscheinlich losen Ansatz kreiert hast, dann kann es natürlich sein, dass dein Ton jetzt erstmal rauscht, dass du vielleicht zu tief bist in der Höhe oder, dass dann plötzlich Probleme auftauchen, die du vorher so nicht hattest. Und jetzt weißt du, aha, das alles hast du kompensiert durch den Ansatz. Jetzt gilt es für dich, noch mehr zu schauen, okay, wie kann ich richtig stützen? Wie finde ich die richtige Luftgeschwindigkeit? Ja? Wie kriege ich die richtige Luftspannung? Und das alles aus dem Körper heraus und nicht, indem du das mit deinem Ansatz beeinflusst. Denn dein Ansatz ist nicht dazu da, die Intonation zu beeinflussen. Dein Ansatz ist nicht dazu da, das Rauschen wegzumachen. Dein Ansatz ist nicht dazu da, den Ton zu produzieren. Dein Ansatz ist lediglich dazu da, dass die Luft in die Klarinette strömt und eben nicht ausbricht. Ja? Und der Rest sollte über den Körper und auch über den Mundraum passieren. Ja, und wenn du diese drei Schritte durchgegangen bist und wirklich erarbeitet hast und wirklich auch hinbekommst, dann wird das dazu führen, dass du nicht mehr beißen musst, damit irgendwie dein Ton rauskommt oder schön klingt, weil wirklich schön klingt er ja dann nicht. Du wirst keine Schmerzen mehr an der Unterlippe haben und noch dazu wird dein Ansatz auch länger durchhalten. Ich habe ja da schon ein paar Videos gemacht zum Thema Ansatz ermüden oder dass der Ansatz nicht stabil bleibt. Diese Videos werde ich dir auch nochmal am Ende verlinken, dass du da einfach weiterschauen kannst, was ich da erzählt habe. Genau. Und ansonsten, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten und wirklich das Thema zu erarbeiten, zu üben oder auch generell, wenn du einfach mit Leichtigkeit Klarinette spielen willst, wenn du wirklich verstehen möchtest, worauf es beim Klarinette spielen ankommt, wie du dein Handwerk wirklich meisterst und dann das, was du in dir vorstellst, deine Gefühle, deine Musikalität auf dein Instrument übertragen kannst, deine Vorstellung auf dein Instrument umsetzen können möchtest, dann schau mal gerne auf www.klarinettenkurs.de vorbei und dort kannst du zum Beispiel eine kostenlose Probestunde mit mir vereinbaren, aber dort kannst du dich natürlich auch informieren, was ich anbiete, wie ich arbeite und ja, dir ein Bild machen. Vielleicht ist das etwas für dich.